So, zuletzt nähe ich jetzt noch die dritte Reihe auf. Die ist technisch dasselbe wie die unterste Reihe. Insofern eigentlich nicht mehr nötig, aber sie wird ein bisschen schöner zeigen, wie das mit der Überlappung funktioniert. Außerdem könnt ihr live zugucken, wie lange es denn wirklich dauert. Ja, ansonsten ist das hier nach oben eigentlich immer nur eine Wiederholung zur Seite. Ist das natürlich über die Mitte beliebig erweiterbar, aber nach oben kommt jetzt hier als nächstes dasselbe wie die erste Reihe, darüber das nächste wie die zweite und so weiter. So, dann fange ich mal an. Hier erstens wieder den Faden fixieren. Wenn jemand weiß, wie das richtig geht, schreibt es gerne in die Kommentare. So, hier ruhig nochmal nachgucken und vielleicht sogar den Schnäbel als erstes abschneiden, weil der guckt gerne mal irgendwo raus, wo er nicht soll. So, bezüglich Färbung und Muster sind der Fantasie natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. Und ich denke, man kann da sehr schöne Effekte damit erzielen. Weil mich hat in erster Linie auch diese Oberfläche interessiert. Und nicht so sehr, wie das jetzt als Schutzpanzer funktioniert. Wobei, ich will da nicht ungerecht sein, die Geschichte interessiert mich auch. Auf diesem Weg bin ich ja auch auf das Projekt von Michael Zajatke gestoßen, in dem er den Linothorax baut und in dem Zusammenhang auch diese Schuppen vorstellt. Sein, weiß ich nicht mehr genau, ob das wirklich römische oder griechische Schuppen sind. Der Linothorax ist, man möge mich nicht schlagen, ich meine griechisch. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ist die Reihe, die versetzt wird, um eine Schuppe länger als die, sagen wir mal, normale Reihe. Ups. Ja, dieses Durchdrücken der Nadel, das ist, erscheint bei ein paar Mal sehr leicht, wenn man aber größere Flächen macht. Dann kann er schon mal die Hand ermüden, beziehungsweise wenn man da sowieso schon Probleme hat, tut es auch mal weh.
So, was wäre denn Licht? Also um ehrlich zu sein, für mich hat das auch einen gewissen Suchtfaktor, weil es doch Spaß macht zu sehen, wie das Ganze voranschreitet. Wer das also nur als Arbeit und Quälerei ansieht, der sollte sich doch vielleicht ein anderes Hobby aussuchen. Ja, mit der Zeit wird es auch ein bisschen flotter, aber es dauert halt seine Zeit, diese ganzen Meter abzuarbeiten, egal wie geschickt man sich dabei anstellt. Ich glaube, wir haben am Ende, wie ich finde, aber auch ein wunderschönes Ergebnis, in dem man viele interessante Sachen gestalten kann. Unter anderem natürlich auch einen Schuppenpanzer, wen das hobbymäßig interessiert. Der resultierende Panzer ist deutlich leichter natürlich als einer aus Metall. Sehr viel preiswerter. Und man hat, wie gesagt, noch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann natürlich auch den Platten per Farbe ein metallisches Aussehen verleihen oder ganz was Buntes gestalten. Da Muster reinlegen. Ich weiß selbst auch noch nicht genau, wofür ich das alles verwenden werde. Ein paar Ideen habe ich schon. Und vorbei. So, da. Schlaufe ist wieder weg. Also das muss man wirklich zwischendurch immer wieder überprüfen, ob nicht irgendwelche losen Schlaufen noch geblieben sind. Wenn man da zu weit weg ist von der Schlaufe schon mit dem Nähen, dann hilft es meistens nichts. Dann muss man das wieder aufmachen. Da fehlt einer. So, wenn das nachher Routine wird, dann verzählt man sich auch manchmal bei der Anzahl der Fäden, die man schon durchgezogen hat. Da ist es hilfreich, wenn man einfach eine Lupe daneben hat, neben Linie hat, mit der man eben schnell gucken kann, ob das zwei oder schon drei Fäden sind. Ja, das Original wird mit Messingfäden vernäht. Ich habe keine Ahnung, ob das eventuell sogar schneller ist oder langsamer als das hier.
die Technik ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber arbeiten mit Metall ist nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Während ich diese Schuppen leicht mit dem Laser herstellen kann. Außerdem an den Preis darf man auch ruhig mal denken. Ich glaube nicht, dass Messingdraht günstiger ist als ein anständiger Zwirn. So, haben wir es ja fast geschafft. Da, da habe ich einen vergessen. Muss ich nochmal durch. Ein Glück ist er da in der Nähe, dann ist das kein Problem. So. Das ist schon die letzte Schuppe in diesem kleinen Demo. Upsa. Ich hoffe, das war deutlich genug, dass man das nachvollziehen kann, wie es wirklich geht. Und dass euch da viele schöne Projekte dazu einfallen. Man kann mit Sicherheit auch irgendwelche Kurven gestalten. Mit dieser Technik, das habe ich noch nicht gemacht. Aber mit dieser Versatzschuppe ist schon einiges möglich. Ich denke sogar, ja, gerade Bahnen mit Muster senkrecht nach oben müsste auch gehen, was ja normalerweise immer ein bisschen wellig werden würde, wenn man diese Schuppe nicht hätte, die in diesem Fall rot ist. Da habe ich schon mal zu viel durchgezogen. So, das letzte Mal nach unten durch. Den Faden fixieren. Ah, das ist die Strafe. Jetzt habe ich da eine Schlaufe. Die
habe dafür, dass ich so chaotisch gearbeitet habe, ist, dass ich eine Schlaufe kriege. So. Also macht es anders, macht es sorgfältiger, dann kriegt ihr keine Schlaufe. So. Und zack, fertig. Schuppenpanzer.